Oh, oh. Da kommt mal was. Na, oh, voll erwischt war die mit dem Stuhl. Oh, diese schnelle Ohrflatter, die ist echt unglaublich geil. Aber ich finde das cool, dass die Moves von den beiden auch eingebettet sind hier im Spiel. Oh, jetzt haben wir aber einen erwischt. Oh, lecker Bier trinken. Wenn es natürlich um die Frau geht, dann muss natürlich Terence Hill vorgehen. Oh oh. Haut ab, wenn das Mädchen im Leben bleiben soll. Na komm schon, Nobody. Komm schon. Was tun wir jetzt? Oh, was ist das denn? Oh. Nobody erschießt doch niemanden. Oh ja. Oh cool. Da stirbt keiner. Da werden die Füße weggeschossen. Die Waffen weggeschossen. Und sie haben mich gerettet. Darf ich den Namen meines Helden erfahren? Mein Name ist Nobody. Oh ja. Nein, sein Name ist Dummschwätzer. Wie kann ich Ihnen danken? Na, da wisst ihr schon was. Lass uns zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Oh, was für ein Charmeur hier. Buddy hat immer noch Hunger natürlich. Ach so, ja. Meine Gnädigste, wir würden gern dieser Stadt helfen. Wir sind nämlich auf einer geheimen Mission und auf der Suche nach einer gestohlenen Waffe. Das ist doch die Szene, das sollte er doch nichts erzählen. Hoppla. Leider darf ich nicht sagen, für wen wir arbeiten und weshalb wir hier sind. Genau das meinte ich. Aber natürlich können Sie uns vertrauen. Wir befinden uns nämlich auf geheimer Mission im Auftrag der Regierung. Trotzdem ploppt er also aus. Ich drehe ihm gleich den Hals um. Diese Banditen haben dem Sheriff eine große Kiste geliefert und seitdem führen die sich hier auf wie Graf Rotz. Keine Sorge, Madame. Zuerst helfe ich euch und danach heiraten wir. Und der geht aber ordentlich ran. Mensch, laber nicht. Wir müssen jetzt los. Die Arbeit wartet. Bis bald, mein Engel. Komm zu mir zurück, mein Held. Oh, was für eine Schnulze hier. Was ist das denn? Hey, was ist denn da? Was ist hier los? Ihr zwei schon wieder. Und gleich geht die Klopperei wieder los. Entschuldigung. Und los geht's. Das ist so geil. Ja. Schön locker Bier. Und mit dem Bierkrug reindonnen. Jawohl. Was passiert, wenn wir mit... Oh, 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 oh. Oh, jetzt wird's aber eng hier. Was passiert eigentlich, wenn wir mit Terence Hill rein sprinten? Nichts. Okay, wir haben sie nicht erwischt. Oh. Da passiert nichts. Das kann nur Buddy. Na, dann wechseln wir mal den Charakter wieder. Oh. Jetzt sind wir wieder Buddy. Komm schon. Hau den mal ordentlich die Hucke voll. Und jetzt schaut euch das an. Oh. Hier mal rein und bam. Und bam. Und bam, bam. Komm schon. Yeah. Hau dem Schnauzer die Hucke voll. Na, komm. Boom. Was machst du denn hier? Hau nicht meinen Kumpel hier. Und wir müssen wieder nach unten gehen. Okay, weiter geht's. Oh, können wir hinten noch rein? Nein, das können wir nicht. Okay, also wieder runter. Mal vorsichtig aber den Stuhl mitnehmen. Oh, da geht's schon weiter. Oh ja, mit dem Stuhl kann ich auch rein, donnern. Ja, und Herr Sill, bleib mal schön locker lässig zurück. Und reinhauen hier. Und... Buddy Faust, bang, bang. Oh, die Geräusche sind so geil hier. Na komm. Na komm, Kleiner. Schön mit der flachen Hand rein. Und boom, boom. Du Faust hier. Und noch nicht genug, oder was? Lecker Bier trinken. Und weiter geht's. Oh, oh. Was kommt denn da für eine Arme? Oh Gott.
Freunde, gibt es so eine Haufenszene von Buddy? Du, hast du meinen kleinen Bruder Mirandrogo verprügelt? Mein kleiner Bruder? Dein Bruder? Der hat dir wohl immer das Essen vom Teller geklaut. Genau das meinte ich. Du wagst es so, mit mir zu reden? Sag mal, sehen die zwei für dich aus wie Brüder? Keine Ahnung, aber ich hau ihm erstmal eins in die Schnauze und danach schauen wir weiter. Die beiden brauchen unsere Spezialbehandlung. Ja, ja. Oh ja, was ist das, was hier ist? Oh, da fliegen die. Oh, was für eine geile Aktion hier. Diese berühmten Szenen, wo die Geräusche kommen, die Massenschläger rein und alle zum Laden rausfliegen. Oh, wie geil gemacht hier. Na komm, ihr zwei könnt auch noch die Dicke weghaben. Na komm. Gleich mit der Bodyfaust. Komm. Bodyfaust. Boom. Boom. Aber das Geilste ist, wenn sie so angetaumelt sind. Wenn sie schon bereits taumeln, dann kannst du nur noch mit der Bodyfaust reindonnern. Und jetzt. Boom. Lecker Bierchen. Und. Boom. Boom. Den kann ich auch hören. Yeah, yeah, yeah. Dance move. Und. Boom. Voll erwischt. Voll in die Hucke reingehauen. Mit einem Bierglas. Und. Boom. Hey, lass dir mal einen Kumpel raus. Hier nehme ich mal einen Kumpel anmachen hier. Schön abwehren und dann reindonnern mit der Bodyfaust. Boom. Hier. Erstmal abwehren. Und dann. Boom. Boom. Oh. Jetzt haben wir den eigenen Mann erwischt. Boom. Komm, steh ab. Nein, die haben genug. Und weiter geht's. Komm. Boom. Was soll denn diese Karate-Scheiße hier? Boom. Boom. Das macht so einen Heidenspaß hier. Ja, nehmen wir mal einen Kumpel mit und. Können wir den auch werfen? Oh ja, den können wir auch. Entschuldige, Chef! Oh, geil! Wie er noch die Zwischensprüche kommen. Oh, wie geil ist denn dieses Spiel? Leute! Und jetzt weiß ich, was ich mit dem zu tun habe. Und. Oh, wie geil! Das macht echt. Ich weiß, es geht hier um eine Schlägerei und alles, aber das macht echt einen Heidenspaß hier. Und? Komm schon, Buddy, hau ihm rein. Bier trinken, jawohl. Und? Bong. Mal locker lässt sich das Bierglas in die Fresse geschmissen. Und der genug. Da kommen sie nochmal. Na komm. Hey, lass mal meinen Freund in Ruhe hier. Und Pong, Pong, Pong. Das macht schon unheimlich Spaß, ganz ehrlich. Das macht einen heilen Spaß hier. Pong. Boah, und beide mal mit Mücke-Style weggedonnert. Und komm, kommst auch noch zu. Pong, yeah, geil. Und gleich nochmal beide. Und weg sind sie. Und Pong. Zu Hilfe, na los. Pong. Boah, einfach mal beide zusammengedonnert. Wie geil ist das denn? Ich liebe diese Moves, ganz ehrlich. Hier mal zuerst ins Bild in die Bildmitte und BAM mit der Bodyfaust gelegt. Jawohl. Oh oh. Hey, wo willst du denn hin? Wer denn? Auf den Lukus. Wir möchten mit deinem Chef sprechen. Hier gibt's keinen Sheriff, nur mich, Zul. Nur mich, Zul? Zul heißt er? Im Namen des Gesetzes verschwindet jetzt, ihr Penner. Hast du den Hilfs-Sheriff gehört? Das Gesetz hat dich gerade einen Penner genannt. Nein, der meinte nicht mich, der meinte dich. Was? Schluss jetzt! Haut ab oder es hagelt Blei! Na komm, nobody. Das. Oh, Buddy wieder. Den habe ich verpasst. Den habe ich verpasst. Oh, da wird es immer schwieriger. Den haben wir. Ein noch. Komm, schon noch eine Kugel. Nein! Oh Mann! Das hat nicht geklappt. Also nochmal. Das ist schwierig. Das ist echt noch schwierig.
Oh, das klappt schon wieder nicht. Oh, Freunde, das ist echt, das ist echt schwierig. So, Konzentration jetzt. Komm schon, Buddy. Wäre es hier etwas langsamer, wenn Nobody zum Zug kommen würde? Den haben wir. Na, das... Oh, und schon wieder nichts. Das gibt's doch nicht. Komm mal, die Figur wechseln. Okay, machen wir das mal mit Nobody. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher. Ja, der ist schon etwas... Oh, aber das ist so schnell. Einen habe ich. Zwei. Oh, der ging daneben. Jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen. Zwei. Der letzte noch. Komm schon. Die Zeit läuft ab. Komm schon. Oh, Mann. Das gibt's doch nicht. Das ist echt schwierig, ganz ehrlich, Freunde, das ist schwierig. Na komm, jetzt klappt's. Jawohl. Oh, geil. Die Hosen, die da immer runtergehen. Oh, wie geil. Entschuldigung. Hey, Sheriff. Verschwenden Sie nicht unsere Zeit und kommen Sie raus. Sheriff hier mit erhobenen Händen im Namen des Gesetzes. Oh, komm schon, Nobody. Halt doch einfach die Fresse jetzt. Der Sheriff ist zum Bahnhof geflüchtet. Ich habe allen erzählt, dass ihr auf einer geheimen Mission im Auftrag der Regierung seid. Oh, toll. Hm, klar, sehr geheim. Das war's dann wohl mit Geheimstufe Nummer 1. Nehmt unsere schnellsten Pferde und holt diese Schurken ein. Lasst sie dafür bezahlen. Oh, das werden wir tun. Und was für ein geiles Lied halt wieder. Und da reiten sie, Buddy und Nobody. Buddy und Nobody, wie geil. Level 1 completed. 26 Minuten hat es gedauert. Oh, und da kommt noch einiges auf uns zu. Und damit würde ich sagen, erstes Abenteuer haben wir bereits geregelt. Stoneville ist wieder sicher, die Banditen verscheucht. Ich möchte mich bedanken, bist du mit dabei. Ich hoffe, das Projekt, das neue, gefällt dir. Und ich hoffe natürlich auch, ihr seid so Fan unserer Legenden aus der Jugend. Bud Spencer und Terence Hill und Goonicon verabschieden sich aus der Welt von Goonicon. Und damit sage ich Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.